Hier nochmal ein Stück Weg mit Gras, so wie wir es von früheren Jahrzehnten gewohnt sind, wo nicht alles aufgenullt ist von Vollernterspuren, von Treckern, Waldmaschinen, Lastwagen. Und das ist, was so wohltut. Ich bin hier unterwegs an den beiden gleichen, am Wilsberg und Hohwilsberg. Das ist quasi der Busenberg des Schwarzwalds mit zwei gleichen Erhebungen. Wir haben das in Irland, das sind dort die Pabst Mountain. Und diese Berge wurden früher eben von unseren Vorfahren schon verehrt in Irland von den Tuatha De Danann. Es wurde dort einer Danu gedacht, einer Erdgöttin, Mutter Erde. Und hier haben wir so etwas Ähnliches, hier bei den beiden gleichen. Der Gipfel des Wilsberges, des Busenberges, Holzrodungen, aber auch Aufforstungen und herrlicher Blick über das Dreiland unter uns, die Stadt Kandern, die Sausenburg, vorne die Rheinebene. Ich stehe jetzt hier am Bergpass der beiden gleichen, also im Ausschnitt des Busens sozusagen, des größten Schwarzwaldbusens. Und hier, so sieht es heute an Bergpässen aus. Ich zeige das nochmal für den Wanderer. Da ist wenig Romantik noch da. Da ist zwar noch ein Bänklein, aber so sieht es halt einfach aus heute, wenn man hier. Ich bin jetzt hier am Hohwilsberg, einer der beiden gleichen, und bin auf der Nordseite des Gipfels, und hier haben wir also Steinreste, sieht aus wie Menhire, Schalensteine, die hier umeinander liegen. Vielleicht ein altes Heiligtum. Die beiden gleichen ganz nah des Hochblauen, der Blauen, ein Keltenberg, der Mutter Erde, Mondberg, die drei heiligen Blauen im Dreieckland, in den Vogesen, aber auch hier im Schwarzwald und drüben im Schweizer Jura. Und es könnte sein, dass dieses Name Wilsberg vielleicht auch auf die Waldgöttin Diana hinweist. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und was ich jetzt hier sage und entdecke, kommt aus meinem Herzen. Es ist nicht am Schreibtisch und mit Büchern entstanden, sondern vom vielen Laufen hier. Mehrere Felsblöcke aneinander. Wir sind quasi gleich oben. Großer Ameisenhaufen da hinten deutet die gleichen gerade nochmal an. Hier der Ameisenhaufen, der die beiden Busenberge nachbildet. Links wurde er schon etwas zerstört. Und wenn wir drumherum kommen, sehen wir hier Relikte eines Stierkultes. Interessant. Die sind sogar angebunden mit Drähten. Hier auf dem Gipfel des Hohwilsberges nun größere Steinanlagen, wie ein Rindstein, ein Opferstein, andere umgefallene, behauene Steine, Schalensteine. Hier weitere Menhire. Ein aufgestellter Stein hier. Eindeutig eine Kultanlage. Durch die Bäume hindurch sehen wir am Horizont einen weiteren Bergkamm, das ist der Schlöttleberg. Und hier sollen
angeblich 7 Windanlagen errichtet werden, also in unmittelbarer Nähe. Auch ein wunderschönes Gebiet. Wir gehen jetzt gleich mal rüber. Hier weitere, eine ganze Felsansammlung, die sich hier runterzieht, den Hang runter vom Howildsberg. Und wenn wir uns vorstellen, dass man hier in unmittelbarer Nähe Windkraftanlagen von 200 Meter Höhe aufstellen will, sogenannte Windbarone, früher waren es Ritter und Raubritter, die überall Burgen auf den Bergspitzen gebaut haben. Heute sind es die Windmüller, die Windritter, und die unsere Erde retten wollen. Und ich finde es einfach ein Landschaftsverbrechen, dass da kein Einhalt geboten wird in diesem Ausufern der Windkraft. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Windkraft, aber nicht in dieser Art und Weise, dass sie unsere Heimat zerstört und hier die letzten wunderschönen Ruheoasen, Plätze, wo sich Tiere noch wohlfühlen, wo die Bäume noch gedeihen können. Und da möchte ich eigentlich keine blinkenden Monster-Windanlagen, aber hoffe, dass die Menschen noch etwas aufwachen. Ich bin jetzt hier auf dem Schlöttleberg und wir sehen dort in der Ferne den hochblauen mit dem Turm. Auf diesem Längsrücken hier sollen 7 Windkraftanlagen errichtet werden. Wir stehen hier am Platz Hoffelsen bei Entenburg und unser Blick schweift gerade hinüber zum Zellerblauen und zum Wolfsacker und Zeiger. Auf diesem Höhenrücken plant die EWS aus Schönau 9 Windradanlagen. Und dort oben gibt es Keltengräber, alte Grenzsteine, Barockschanzen, wunderschöne Felsen, Wackelsteine, Schalensteine. Und es ist noch ein einmaliger Wald dort, hier im kleinen Wiesental. Und wir sehen schon am Horizont die Windräder von Gersbach. Und wo ich hier stehe, ist unweit der Schlöttleberg. Da sollen auch 7 Anlagen wieder drauf. Also es wäre doch wichtig für unsere einmalige Natur hier im Südschwarzwald zu kämpfen. Hinter mir steht schon ein großer Umsetzer und ich bekomme jetzt schon leichtes Ohrensausen von dieser technischen Anlage, die hier auf dem Hohlfelsen errichtet wurde. Deshalb verlasse ich auch diesen Ort gleich wieder. Und da unten sehen wir noch einen Steinbruch, so wie wir es auch in Tiefenstein im Albtal unten haben. Und diese Steinbrüche, die sollen auch massiv ausgebaut werden. Wegen der Verschotterung unserer Waldwege, Straßen, aber auch der Vorgärten. Im Wald werden hier, wie hier zu sehen, wo jetzt durch Stürme Bäume umgefallen sind, aber auch gefällt wurde, man lässt einfach alles liegen. Das sind hier die Brutstätten der Borkenkäfer. Und ich verstehe nicht, dass es man hier nicht anfängt, mal den Wald wieder ordentlich aufzuräumen und wieder mit Würde dem Wald zu begegnen. Kann ich nicht. Ohne Worte, wie lieblos hier einfach Holz zueinander liegt. Und dann kommen wir gleich zu einem sehr merkwürdigen Schild. Das soll hier ein Waldlehrpfad sein.
Da frage ich mich, was hier gelehrt werden soll. Alte und abgestorbene Bäume als Lebensraum. So romantisch dargestellt hier. Was hat das an dieser Wuhre, abseits von jeglichem Nutzholz oder sonst irgendeinem Gebiet, was hat das hier zu sagen, zu suchen? Alles abzuhauen, liegen lassen, da kommt nichts Grünes mehr hoch. Es ist völlig unverständlich, warum man das einfach so macht und nicht das einfach so lässt, wie es ist. In einer Idylle, es ist wirtschaftlich eh nicht nutzbar.